Abonniere jetzt den Kanal, um die besten Herrendüfte zu entdecken und mehr über Parfüm zu lernen. Wunderbar, ich zeige dir heute mal das Tommy Hilfiger Tommy, einen sehr, sehr coolen Kultklassiker-Duft für Herren, der, wo natürlich die Frage ist, weil der schon so lange am Markt ist, lohnt sich das noch oder ist die Duft-DNA einfach zu alt? Und der ist ja auch sehr günstig, sollte man so einen günstigen Duft eher sich raussuchen oder doch mehr investieren? Und wie riecht das Ganze überhaupt und lohnt sich auch so eine Geschenkbox? All das und mehr in diesem Video, los geht's! Tommy Hilfiger Tommy. Leute, das ist wirklich ein sportlich frischer Duft, der mir sehr viel Spaß macht, denn es war eines der ersten Parfüms, die ich jemals gekauft habe. Deswegen greife ich immer gern auf diesen, ja, frischen, leicht zitrischen, grünen Duft zurück. Und wenn wir hier auch mal auf die Duftbestandteile gucken, dann sehen wir auch, wie das zustande kommt. Denn wir haben hier Minze, Bergamot, Grapefruit und Lavendel in der Kopfnote. In der Mitte im Herzen haben wir hier Cape Cod Cranberry und Texas Yellow Rose. Und in der Basis haben wir ein Ahornholz aus Vermont. Also macht euch da keine Sorgen, das steht zwar Texas Yellow Rose, aber auch nochmal dran rieche, das riecht jetzt nicht groß nach Rose. Also es ist wirklich ein männlicher, frischer, sportlicher Duft, der mir persönlich zum Beispiel viel, viel besser gefällt als diese Davidoff Cool Water DNA. Ich bin da mehr der Tommy Hilfiger Fan und was mir auch besonders gut daran gefällt, ist zum Beispiel hier dieses Duschgel, benutze ich persönlich sehr, sehr gerne. Könnte auch eine tolle Geschenkidee sein und ja, passt, glaube ich, auch für verschiedene Anlässe. Also ich finde, den kann man eigentlich immer gut und gerne dazu greifen. Meine Bewertung ist deswegen auch sehr, sehr gut. Ich gebe für den Tommy Hilfiger Duft hier 4 von 5 Punkten. Haltbarkeit könnte ein bisschen besser sein. Leider nur 3 von 5. Genauso mit der Sillage. Denkt immer dran, es ist ein frischer Duft. Und bei frischen Düften verschwindet dann auch die Sillage irgendwann, weil der ja auch hier so ein bisschen zitrisch ist. Zitrisch aromatisch. Flakon, ja, ist okay. Auch Mittelmaß. Preis-Leistungs würde ich sogar sagen 4 von 5. Denn dieser Tommy Hilfiger Duft ist sehr, sehr günstig meiner Meinung nach und man kriegt auch hier was Gutes dafür geboten, wenn man denn diese Duft-DNA mag. Ich mag sie sehr und deswegen kann ich den Duft auch gut empfehlen, auch wenn er schon ein bisschen älter ist. Riecht er, finde ich meiner Meinung nach, erstaunlich modern. Super, was ist jetzt mein Fazit zu dem Tommy Hilfiger Duft? Würde ich mir den nochmal kaufen? Ist die Duft-DNA zu alt? Würde ich lieber was Neueres nehmen und wie bewerte ich dieses Parfüm? Also ich kann ganz klar sagen, ich bin ein totaler Fan von diesem Tommy Hilfiger. Einer der ersten Düfte, die ich mir gekauft habe. Der zweite, glaube ich. Und ich liebe es wirklich, dieses Duschgel zu verwenden. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Also bin ich auch mit dieser Geschenkbox hier nochmal sehr, sehr happy. Einziges Manko, das gebe ich offen zu, bei dem relativ günstigen Preis. Also wenn ihr euch hier diesen Duft holt, die Haltbarkeit und Sillage könnte ein bisschen besser sein. Aber ich finde, es ist trotzdem okay, denn bedenkt einfach, es ist ja ein frischer, sportlicher Duft. Und da ist die Haltbarkeit nun mal nicht ganz so lang, wie jetzt, sage ich mal, zum Beispiel bei dem süßen, schweren, orientalischen Duft mit ganz fetten, dichten Molekülen. Ja. Alles in allem gebe ich dem 2 Daumen nach oben, weil mir der sehr viel Spaß macht. Leute, wenn ihr mehr über Parfüm lernen wollt, abonniert jetzt den Kanal. Zeigt mir, dass ihr den Content wertvoll findet. Ich sehe euch als Abonnent und im nächsten Video. Ciao. Ausgezeichnet. Und ja, falls ihr einen frischen Sommerduft sucht, der ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und auch noch relativ lange anhält, dann schaut euch doch mal diesen Versace Pur Homme an. Der ist nämlich bei ganz vielen auch Fragrance-YouTubern immer sehr gelobt und beliebt. Und ich habe den getestet und fand den auch sehr, sehr cool und hat auch Spaß gemacht zu tragen. Findet ihr auf meiner Playlist auf der Kanalseite. Und ja, vielleicht lasst ihr mir noch ein Abo da. Ich sehe euch im nächsten Video. Ciao.